Ein herzlich willkommen hier heute aus dem Questclub wieder mal bei schönstem Wetter. Der Sommer kann kommen. 45 Minuten Core-Training stehen uns bevor. Heute an meiner Seite die bezaubernde Chrissy. Und der wunderbare Frankie. Wir werden das Programm natürlich wunderschön teilen. Das macht einfach auch mehr Spaß und bringt einfach irgendwie auch mehr Spirit in das Ganze. Und dann dürfen wir auch schon loslegen mit unserem Warm-up. Gehen dazu erstmal in die Rückenlage. Bekannte Warm-up-Position. Musik kann kommen schon mal. Musik kann kommen. Sehr schön. Wir lassen uns zurückversetzen in die 80er. Immer wieder gerne gehört, uns schon seit einigen Jahrzehnten. Rückenlage, beide Beine hüftbreit aufsetzen. 90 Grad, rechter Winkel, Kniegelenk. Fersen aufsetzen. Fingerspitzen seitlich an den Schläfen. Ellbogen weit nach außen. Blickrichtung nach oben zur Decke. Und starten. Unser Crunch. Tutu. Hoch. Hoch. Ab. Abziehen, Oberkörper hoch, hoch, ab, Schulter weit vom Boden lösen. Und weit nach oben ziehen. Hoch, hoch, eine mehr. Dann legst du die Arme längs Richtung nach vorne ab. Oberkörper bleibt liegen, Double Leg Lift, beide Beine hoch, 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 ab, ab. Zieh die Knie direkt über die Hüfte. Und achte drauf, der rechte Winkel im Kniegelenk, der bleibt erhalten. Beim Ober der Hüfte stehen. Ein Knie, ein Ferse absenken. Single Leg Lift alternativ. Tap, 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 tap. Komm mit dem Oberkörper einen Tick nach oben. Die Arme dabei vom Boden lösen. Core anspannen. Double Leg Lift. Hopp im Tempo schneller. Tap, 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 tap. Und noch schneller, wenn du kannst. Hopp, hopp. Versuch den Oberkörper dabei ruhig zu halten. Hopp, 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 hopp. Lass das Ganze langsam ausklingen. Die Beine langsam wieder. Fersen beide aufsetzen. Oberkörper absenken. Fingerspitzen seitlich an die Schläfen. Start des G-Crunch. Oberkörperbeine zugleich. Tempo 2, 2. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch. Single Tempo darf sein. Hoch, ab. Schön weit nach oben. Vier mehr. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beine bleiben oben stehen. Oberkörper langsam wieder ab. Und wieder. Einmal tief. Single Leg Lift alternativ. Hopp. Genau gegeneinander. Komm wieder mit dem Oberkörper ein, Tick nach oben. Fingerspitzen seitlich an die Schläfen. Ausgangsposition für Cross Control. Ellbogen zu Knie, diagonal. Hopp, hopp, hopp. Den Oberkörper hältst du selbstverständlich schön weit oben. Über die geraden Bauchmuskeln gehalten. Letzten hier. Oberkörper ab und Schüttelpuls im Crunch. Langer Arm. Fingerspitzen zu deinen Knie nach vorn. Dann die Fingerspitzen wieder zu deinen Schläfen zurück. Puls, Puls, Puls. Viermal mehr, nur Oberkörper. Noch drei. Zwei noch. Eine mehr, dann nimmst du die Beine mit dazu. C-Crunch, Triple Puls. Drei, zwei, eins, Oberkörperbeine ab. Zieh die Fingerspitzen zu deinen Fersen nach vorn. Eine mehr. Oberkörper bleibt oben. Beine auf. Ein Bein strecken, das andere beugen. Hopp. Beugen, strecken, Wechsel. Spannungsstreckung bis in Zehenspitzen. Schön 45, 30 Grad. Die Beine nach vorne abgesenkt. Ausgangsposition für Cross-Throw noch einmal. Level 2. Fingerspitzen. Hopp. An die Schläfen und Ellbogen. Diagonal zum Knie. Vier, drei, zwei, eins und Stopp. Beide Knie kommen wieder über die Hüfte. Arme seitlich ablegen. Handfläche auf den Boden. Slow Rotation zu uns. Tutu. Mitte zurück. Das Ganze nach hinten. Ab, ab, rück, rück. Zu uns. Ab, ab,
ganz schön eng zusammenhalten. Wer mehr möchte, der bringt das Oberbein dabei in die Streckung. Strecken. Beugen zurück zur Mitte. Letztes Mal. Mitte Stopp. Beide Beine langsam absenken. Arme Beine lang. Ausstrecke mal kurz die Dehnung. Und beide Fersen hüftbreit gesetzt nach. Auf das wieder 90 Grad Winkel im Kniegelenk. Arme strecken wir nach vorn. Und Single Crunch. Vor und rück. Vor und rück. Schieben die Arme nach vorn. Und den Oberkörper liften wir zum Crunch nach oben an. Zur Ausgangsposition. Für unsere erste Runde gerade Bauchmuskulatur. L-Crunches. Hinterbein streckst du nach oben. Spannungsstreckung Bauch hier bis die Zehenspitzen. Wenn es irgendwann nicht mehr geht, einfach der gleich das vorgestreckte Bein. Einfach auf den Boden ablegen. Rechtes Bein vor, 8 Mal pulsieren. 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme diagonal. 8 Mal Puls. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In Richtung Decke. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fingerspitzen schläfen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pulsieren weiter. Beide senkrecht nach oben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und alles langsam machen. Lockes Bekopf der Bauchdecke. Natürlich Seitenwechsel. Gleiche Ausgangsposition. Beide Fersen. Wieder hüftbreit, 90 Grad Winkel aufgesetzt. Armstrecken wieder nach vorn. Single Crunches. Vor, rück. Vor und rück. Denn wie gesagt, denkt an eine leichte Option, wenn es irgendwann einfach nicht mehr geht, das Bein, das dicht über dem Boden schwebt, einfach wieder ablegen. Vorderbein geht senkrecht nach oben. Gleich das hintere. Strecken wir nach vorn. 8 Mal pulsieren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme diagonal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in Richtung Decke die Arme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fingerspitzen schläfen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letzter Achter. Beide Beine senkrecht nach oben. 8 noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und alles ab. Lukas wirkt auf der Bauchdecke. Arbeit nochmal lang. Mach dich nochmal lang. Beim nächsten kleinen Part kannst du ein Gewicht gebrauchen. Kleines oder großes. Kann auch eine Getränkeflasche sein, was wir hier immer separat haben. Oder das Ganze auch gänzlich ohne. Beide Knie kommen über die Hüfte. Dein Gewicht oder keins. Auf den Brustkorb ablegen. Und dann gleich im Crunch dreimal pulsieren. Dabei die Beine strecken. Los geht's. 3, 2, 1. Beine strecken, Scheibe ablegen. 3, 2, 1. Gut oben halten und wieder ab. 3, 2, 1. Einmal mehr. Dann oben halten. Armbeine 45 Grad. Hab halten für 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, das Ganze von vorn. Schön für Puls. 3, 2, 1, Scheibe und Gewicht tief. 3, 2, 1. Zwei mehr. Einmal noch. Wieder oben halten. Letztes Mal 45 Grad. Halten für 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
einen und verdient alles ab. Scheibe geht zur Seite, lockes Pückt auf der Bauchdecke. Und noch einmal Beine lang ausstrecken. Ich übergebe an die Chrissy. Jawohl. Als Ausgleich einmal ein Rückenpart. Stell dazu deine Beine ran, Fersen nah zum Gesäß. Schulterbrücke. Hände ganz entspannt neben dem Körper abgelegt und wir lösen den Po. 3, 2, 1. Komm hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Kopf ist ganz entspannt. Spann den Po fest an, wenn du nach oben kommst. Jawohl. Bleib jetzt oben und pulsiere. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halte hier. Spann den Po fest an. Zieh die Fersen Richtung Gesäß. Und löse dein vorderes Bein weit nach oben. Komm wieder. Tief und hoch. Tief und hoch. Halte dein Becken ganz gerade. 4 mehr. 3, 2. Letzter. Becken bleibt oben. Fuß geht tief und hoch. Tief und hoch. Nur das Bein bewegt sich. Jawohl. Letzte 4. 3. Alles von vorne. Bein bleibt oben. Senk dein Becken tief und hoch. Ab. Jawohl. Sehr schön. Und noch ein Stückchen höher. 4. 3. 2, halt dein Becken wieder still oben und senk dein Bein. Tief und hoch. Sehr gut. 6, 5. Die letzten 4 vor dem Seitenwechsel. 2, halte kurz hier oben, nochmal an der höchsten Stelle und senk dein Bein ab. Stell deinen Fuß zum anderen dazu, bleib mit dem Becken ganz weit oben. Nimm dein zweites Bein, dein hinteres Bein, diesmal weit nach oben. Und wir starten auch hier wieder mit Up and Down. Los geht's. Hoch, ab, hoch, im Wechsel. Schieb ganz weit nach oben. 4 mehr. Halt das Becken gerade. Letzten 2. Dann bleib mit dem Becken oben und senk den Fuß. Vor und hoch. Ja, super. Dein Kopf bleibt ganz entspannt. Ja. Letzten 4, 3, bis auf Höhe des Oberschenkels. Und von vorne, komm tief mit dem Becken und hoch. Durchhalten. Spann den Po an. 4, 3, 2, dein Becken wieder oben halten und senk den Fuß. 8, die letzten. 5, 4, 3, lass es brennen. 2, letzter, kurz oben halten. Nochmal nachschieben, ganz weit oben halten. Sehr gut. Und dann löse langsam. Stell den Fuß ab und roll dich Wirbel für Wirbel auf den Boden ab. Kurz auslockern, Becken hin und her schaukeln. Und dann schnapp dir einen Oberschenkel und roll dich nach oben. Komm in die Vierfüßlerposition. Die Hände sind platziert unter der Schulter, die Knie unter den Hüften und die Fußspitzen sind fest auf der Matte platziert. Genau, dann schieb dich ganz, ganz fest weg vom Boden. Sei ganz gerade in der Wirbelsäule. Und wenn du bereit bist, dann schieb die Ballen fest in die Matte und lass die Knie schweben. In dieser Position, Knie 2 cm über dem Boden. Versuch mal, die Hände fest Richtung Knie zu schieben und die Knie fest Richtung Handflächen zu ziehen. In dieser statischen Position sieht überhaupt nicht anstrengend aus, aber da arbeitet unsere gesamte Chormuskulatur. Von hier aus tappe zur Seite mit den Füßen. Immer im Wechsel, einmal rechts und einmal links. Genau, es bewegen sich nur die Beine. Oberkörper bleibt ganz stabil, ganz ruhig. Auf deiner Lendenwirbelsäule könnte ein Wasserglas stehen, das nicht auskippt. Super. 4, 3, 2, halte wieder statisch. 8 Sekunden. Und zieh nochmal die Hände Richtung Knie und die Knie zu den Händen. Letzten 4, 3,
zwei, dann halt die Knie weiter oben und tapp mit den Fußspitzen zurück. Los geht's. Hinter, zurück. Weit nach hinten und wieder ran. Knie schweben immer auf der gleichen Höhe. Sehr gut. Schieb dich weiter fest aus den Handflächen weg von der Matte. Bleib entweder hier oder tapp nicht ab, sondern streck dein Bein. Im Wechsel. Bleib stabil im Oberkörper. Letzten vier, drei, zwei, letzter. Und kurz Knie absenken. Kurze Pause für die Schultern. Babyposition. Leg gerne die Stirn kurz ab. Und atme durch. Sehr gut. Atme durch. Und wenn du wieder bereit bist, schieb dich wieder nach vorne in die Vierfüßlerposition. Fußspitzen wieder in die Matte. Neue Übung. Wir gehen einmal zurück und schieben uns vor in die Plank. 2, 1, 2, 1. Das ist unser Tempo. Auch hier fest vor der Matte wegdrücken, Po fest angespannt. Bleib entweder in dieser Position, das ist Level 1. Oder wenn du möchtest, dann löst die Knie in die Plank. Kurz absetzen, schieb dich nach vorne, löst die Knie. Zurück, zurück, vor, vor. Po fest angespannt, Bauchnabel fest eingezogen. Lendenwirbelsäule ganz gerade. Wir machen weiter. Du kannst jederzeit hier bleiben oder die Knie schweben lassen. Vor, vor. Kontakt ist nur noch auf den Ballen und den Handflächen. Oder jederzeit, du siehst es bei Frankie, die Knie kurz absetzen, wenn du dich nach hinten zurücksetzt. Bleib dabei. Viermal noch. Drei. Du kennst die Optionen. Letzter. Bleib hier und füge ein Knie dazu, im Wechsel seitlich. Zurück, anderes Knie, rück, rück, vor, vor, immer im Wechsel. Sehr schön. Und du kannst jederzeit hier hinten dein Knie absetzen oder auch wenn du nach vorne kommst. Du kennst die Optionen. Bleib hier. Ein paar letzte. Doppeltes Tempo. Vor, rück und vor. Die letzten in dieser Übung. Funktionales Training. 3, 2, letzter und kurz absetzen, zurück. Babyposition. Hände lang machen, entspann den Rücken, lass die Schultern entspannen und atme durch. Sehr schön. Aus dieser Position schieb dich noch einmal zurück vor in die Plank-Position, entweder mit Knien abgesetzt oder mit schwebenden Knien. Halte dich hier einmal ganz stabil in der Brettposition und wir kommen in Inchworms, das heißt, du krabbelst mit den Händen weit nach hinten zurück. Komm zurück, zurück, zurück. Stehen, streck dich lang, über Kopf, genau. Langsam, einmal eine Runde, tief, tief, krabbel, 4, 3, doppeltes Tempo. 2, 1, lang. Und weit nach vorne krabbeln. Komm zurück. Ganz lang strecken. Vor. Sehr gut. 2 Wiederholungen. Beug die Knie, wenn du nach oben und unten kommst. Ganz weit lang strecken. Hoch. Hoch. Bleib in der Plank-Position, Shoulder Taps, im Wechsel, ab, diagonale Schulter berühren, Becken ganz gerade halten, bleib entweder hier bei Frankie oder setz die Knie ab, das ist etwas leichter. Wenn du merkst, du kannst die Lendenwirbelsäule nicht mehr halten, dann setz die Knie immer ab, bitte. Ansonsten lass die Knie wieder schweben, bleib ganz gerade, es bewegen sich nur die Hände. Letzten 4, 3, 2, letzter, halten und lass dich langsam Richtung Boden sinken. Entspann dich ganz kurz. So, Füße sind aufgestellt, Bauchnabel ist fest eingezogen.
Nächster Rückenpart. Das Becken drückt fest in den Boden rein. Hände schieben mal ganz lange nach vorne, Handkanten auf die Matte. Knie ganz fest gespannt, sodass die sich vom Boden lösen. Hände heben wir schon mal ganz, ganz lang. Po angespannt und wir ziehen gleich die Ellbogen Richtung Taille. Los geht's. Rück, rück, lang, lang. Lass dir erst einmal Zeit. Heb den Oberkörper leicht an, wenn du die Arme zurückziehst. Achte trotzdem darauf. Po fest angespannt. Rück, vor und vor. Noch ein Stückchen länger. Zwei mehr in diesem Tempo. Und wir können etwas schneller. Los geht's. Rück und lang. Hoch und lang. Zwick dabei die Schulterblätter auch fest zusammen. Letzten. Halte jetzt vorne. Ganz langsam einfach nur halten und dann löse einmal deine Füße vom Boden. Lass dich ganz lang schweben. Zieh dich noch ein Stückchen länger. Und aus dieser Position öffne Arme und Beine. Zwei, eins und vor. Öffne und streck dich lang. Wie eine Krabbe oder ein Schneeengel, kann man es auch sagen. Genau. Und zieh bei der gesamten Bewegung die Fingerspitzen und die Füße ganz, ganz weit weg von dir. Als würde dich jemand langziehen. Bleib dabei. Letzter in diesem langsamen Tempo. Doppel das Tempo jetzt. Im Wechsel. Sehr schön. Wenn dir das zu viel ist, mach das nur mit den Armen und setz die Füße auf. Geht genauso. Effektives Training. Letzte. 4, 3, 2 und halte. Löse ganz kurz. Kurze Entspannung. Becken leicht hin und her bewegen. Im Wechsel. Atme noch einmal tief durch. Und dann setzt die Ellbogen nah ran. Vorbereitung für die Hover-Position. Fußspitzen wieder aufgestellt. Unterarme fest auf die Matte gedrückt. Hol noch einmal tief Luft. Wenn du dich bereit fühlst, komm nach oben in die Hover-Position. Löse die Knie und halte hier. Schieb dich fest mit den Schultern von der Matte weg. Po fest angespannt. Halte. In 4, 3, 2 Fußtaps zur Seite. Im Wechsel. Einmal rechts, einmal links. Becken bleibt immer auf der gleichen Höhe. Nicht zu tief und nicht zu hoch. Sondern genauso hoch, dass du wie eine Linie bist. Wie ein Brett. Bleib dabei. 8, 7, 6, 5. Ansonsten, wenn es zu schwer wird, Knie einfach absetzen. Geht genauso. Letzten 2. Achtung, Wechsel zu den Händen. Langsam mal das Tempo. Im Wechsel. Zur Seite. Tappen. Und ran. Tapp weit zur Seite. Die Fingerspitzen aufsetzen. Körperposition bleibt ganz gerade. 4 mehr in diesem Tempo. Auch gern wieder mit abgesetzten Knien. Geht genauso, siehst du bei Frankie. Oder Knie ganz lang. Der letzte. Doppeltes Tempo. 8, 7. Durchhalten. 6, 5, 4. Die letzten. Und dann halte einmal kurz in der Hover-Position. Und schieb dich vor und zurück. Vor, rück. Bewegung kommt aus den Fußgelenken. Geht natürlich genauso mit aufgesetzten Knien. Dann schiebst du dich aus den Knien vor und zurück. Bleib dabei. Weit vor und zurück. Ganz gerade bleiben. Schieb dich fest aus den Schultern. 4, 3, 2. Kombination. 4 Fußtaps, 4 Armtaps. 4, 3, 2. Achtung, Hände zur Seite. Schneller. 4, 3, 2. Durchhalten. Gerne mit aufgesetzten Knien. Wieder die Füße. 4,
Durchhalten. Huh, jetzt wird's warm. Hände, vier mehr. Becken gerade. Drei. Zwei. Zweimal diese Kombination noch. Viermal. Die Beine, Becken tief halten, Po angespannt. Hände. Vier. Drei. Und wie gesagt, du kennst die Option. Setz die Knie einfach ab. Letzte Runde. Füße. Weit weg und ran. Zwei. Letztes Mal die Hände. Viermal. Dreimal. Zweimal. Letzter. Und setz die Knie ab. Ganz kurze Entspannung. Entweder Babyposition oder einfach in die Bauchlage ablegen. Becken hin und her bewegen und atme durch. Hover ist hart, haben wir geschafft. Sehr gut. Atme noch einmal tief durch. Und wenn du dich bereit fühlst, dann begib dich einmal in die Seitstützposition oder jederzeit einen Schluck trinken. Gute Idee. Der Schweiß läuft. Gut. Komm in die Seitstützposition. Das untere Bein ist gebeugt, das obere Bein ist ganz lang gestreckt. Dein Ellbogen ist direkt unterhalb deiner Schulter und du stützt dich fest weg vom Boden. Dann löse langsam deine Hüfte vom Boden. Arm kannst du gerne lang nach oben strecken und zieh die Hüfte weit nach oben. Auch hier up and down. Tief und hoch. Tief und hoch. Sehr schön. Wenn du dich bereit fühlst, löst den gestreckten oberen Fuß. Becken geht weiter. Up and down. Komm, tief, hoch, tief, hoch. Bleib dabei. Die letzten vier, drei, zwei. Dann halte oben, streck den Arm und Bein lang und crunch zusammen. Lass dir Zeit. Ran, lang und lang. Zusammen. Becken bleibt weit oben. Zieh dich lang. Ganz lang. Ran, side crunch. Letzten zwei. Und dann hier doppeltes Tempo. Ran und lang. Ran, lang. Das sind die letzten. Durchhalten. Letzten vier. Drei. Zwei. Letzter. Kurz halten. Becken bleibt oben und absenken. Sehr schön. Seitenwechsel. Locker die Schultern aus. Auch hier in der Position. Ellbogen unterhalb der Schulter. Dein unteres Knie ist gebeugt. 90 Grad. Oberes Bein erstmal lang gestreckt auf dem Boden abgesetzt. Hüfte löst sich weit nach oben. Und auch hier senke Becken ab und hoch. Im Wechsel. Sehr gut. Streck die Hand weit nach oben. Löst das obere Bein. Streck dich lang. Puh, lass es brennen. Für die Taille. Halte durch. Ein paar Wiederholungen mehr. Sehr gut. Halte hier oben, streck dich einmal lang. Und los geht's auch hier, zusammen, zusammen, lang und lang. Es wird dich auch hier jemand an Fußspitze und Hand lang ziehen. Lang und lang, ran, ran, schön langsames Tempo. Halte durch. Wir machen vier Wiederholungen mehr. Lang und lang, ran, ran. Crunch aus der Seite raus. Letzten zwei. Lang, lang. Zusammen. Und halte. Leg dich kurz ab und entspann dich. Und damit übergebe ich wieder an Frankie. Entspann dich kurz. Genau, geh ruhig noch mal kurz in die Kindspose. Mach dich noch mal lang. Rücken entlasten. Becken, Hüfte auch. Unterarme aufsetzen. Stimme auf die Matte. Und den Halt. Wir bleiben noch im schrägen Thema. Arbeiten uns von ganz unten nach oben rauf.
Komm ganz auf die Seite dazu. Lange Beine direkt übereinander gelegt. Den unteren Arm legst du auch ganz lang nach oben raus. Oberhand stützen wir hier in Taillenhöhe, Körper auf der Matte auf. Beide Beine 10 cm anheben und schwingen kurz auf und ab. Hopp, 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 hopp. Den Kopf darfst du hier zur Entspannung auf die Schulter ablegen. Hopp, hopp, hopp. In der Position erstmal Stopp. 5 cm höher. Hopp. Erstmal oben halten. Auch hier wieder kurze Pulse. So, wir spüren schon, hier in der oberen Taillenhälfte, da tut sich was. Für eine super Taille, schlanke Taille. Für die Bikini-Figur, für den Strand. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oben halt. Jetzt Slow Split. Beine bleiben gestreckt. Einmal vor, das andere zurück. Wir gehen walken, gehen wandern. Super Slow Tempo. Achte auf dein hinteres Bein. Das möchte sich nämlich manchmal gerne einbeugen. Achte auf die Streckung beider Beine. In mittlerer Höhe immer noch. Mitte Stopp. Noch mal pulsieren in der Mitteposition. Beide Beine lang. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Beine kurz ablegen, kurz entspannen. Du ziehst deine Knie nach vorne an. Jetzt belasten wir die Taillenregion, schrägen Bauchmuskeln aus einem anderen Winkel. Oberschenkel angewinkelt zum Oberkörper 90 Grad. Die Oberhand stützen wir etwas weiter nach vorne auf. Nehmen die Knie wieder vorne an und pulsieren wieder. Natürlich gibt es auch hier eine schwere Option. Da machst du deine Beine lang nach vorne. Hopp. Hopp, hopp. Genau. Sehr schön. Sehr schön macht ihr das. Bleibt dabei. Oder leichte Option, angewinkelte Beine. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beine bleiben oben. Nochmal lang. XXL, noch Tick höher nach oben. Nochmal pulsieren. Ah, die Hand wieder etwas körpernah aufgesetzt. Letzten 8 auch hier. 8, 7, 6. Und langsam absenken. Kurz auslockern. Wir bleiben in der Position. Immer noch selbe Seite. Den unteren Arm legst du diagonal nach vorn. Gibst beide Beine an. Wieder erste Höhe. Oberen Arm strecken wir auch. Lange Körperposition aus. Lange C-Side Crunch. Erstmal slow im Tempo. Oberkörper geht hoch. Knie und Ellbogen schneiden sich. Langsam wieder lang. Schnell im Tempo. Beuge. Kommst weit nach oben. Mindestens die Schulter löst sich vom Boden. Idealerweise natürlich auch der Oberarm. Ellbogen hinter das Knie. So weit kommst du nach oben. 8-mal mehr. Und immer wieder schön lang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch und oben halt. Und alles ab. Wir wechseln die Seite. Alles spiegel seitenverkehrt. Und wieder in die lange Position. Den unteren Arm lang nach oben. Beide Beine lang. Oberhand wieder körpernah Taillenhöhe aufgestützt. Kopf ablegen, erste Höhe 10 cm. Beide Beine, kurze Schwünge auf und ab. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön. Bis zum Reinkommen, erste Höhe. Da tut es ein bisschen was. Erstmal in der oberen Position halten. 5 cm höher. Halten. Auch hier kurze Pulse. Länger pulsieren. Bleib noch länger im Puls.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp, kurze Entlastung ablegen. Zieh auch hier die Knie. Das heißt, die Oberschenkel winkelt 90 Grad rechter Winkel zum Oberkörper. Erstmal abgelegt. Oberarmstütze wieder etwas weiter. 30, 40 cm vom Körper weg. Etwas unterhalb der Schulter, Brustkopfhöhe. Beide Beine anheben und wieder pulsieren. Kurze Hebung auf und ab. Wer mehr will, na logisch, wollen wir mehr. Gehen auch hier die Beine lang. Kleiner kurzer Weg. Auch hier noch 8. 8, 7, 6. Beine gehen gleich hier lang. Lang zum Oberkörper. Höhe XXL nach oben. Und nach hinten, wo Puls ist. Hand wieder körpernah aufgesetzt. Sehr schön. Schön Beine oben, so hoch wie du kannst. Volle Spannung. Pulsieren auch hier nochmal letzten 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam ab. Genau. Wechsel in die Rückenlage. Hatten eingangs am Ende vom Warm-up hat man schon liegende Rotation. Die kommt jetzt nochmal zurück. Dazu Rückenlage. Für jeden ein Level dabei. Arme seitlich ablegen, Handfläche auf den Boden. Beide Knie kommen über die Hüfte. Two and two zu uns. Level 1. Ab nur zu uns. Ab, ab, hoch, hoch. Acht auf die hintere gegenüberliegende Schulter, dass sie auf dem Boden bleibt. Wer mehr will, streckt das Oberbein aus. Das ist euer Level 2. Und Level 1, Beine bleiben angewinkelt. Oder wenn du mehr willst, Level 3. Streck beide Beine aus. Beug sie wieder zurück auf den Weg zur Mitte. Strecken, strecken, beugen, beugen. Wer noch mehr will, Level 4. Beine bleiben lang. Oh. Oder Scheibenwischer. Zwei noch. Eine mehr. Mitte Stopp. Beide Beine wieder anwinkeln. Als Spiegelseiten verkehrt. Es geht nach hinten oder respektiv zur anderen Seite. Two and two. Up. Level 1. Auch wie weit du die Beine absenkst, das bestimmst allein du. Achte immer auf die gegenüberliegende Schulter, dass sie auf dem Boden bleibt. Genau, nicht wegkippen. Oder Level 2. O-Bein geht in die Streckung. Oder Level 1 bleiben. Die obersten Knie bleiben stets übereinander stehen. Und Level 3. Beide Beine gehen in Streckung. Oder Level 4. Beide Beine bleiben lang. Ab, ab, hoch, hoch. Letzten zweimal. Mitte angekommen, Stopp. Alles absetzen. Arbein lang ausstrecken. Lang, lang, lang. Nochmal klein Rückenpart. Für den Ausklang. Wir wechseln noch einmal in die Bauchlage. So, schön die Bauchlage. Die beiden Beine setzen wir gleich breiter auf. Spannung gestreckt. Mindestens schulterbreit und breiter. Hände legen wir übereinander, sodass wir die Stirn auflegen können. Starten erstmal Oberkörperlifting, alles vom Kleinen zum Großen. Tempo 2 und 2, Blick Richtung Boden. Los geht's. Hoch, hoch, ab.
Ein noch oben halten. Oben halten, streck die Arme aus zum Airplane. Daumen zeigt nach vorn, Handfläche nach unten. Oberkörper oben gehalten. Dreht zuerst nach links auf. Hoch, hoch, ab, ab. Zehenspitzen bleiben auf dem Boden. Wechsel an der Seite. Und schau dein Flügel hinterher. Genau, der erste Urlaubsflieger wartet schon auf dich. Über dem Mittelmeer. Beobachten wir Triebwerksausfall, linke Seite, kein Problem, haben wir noch eins. So, wer mehr will, immer diagonal gegenüberliegend. Rechter Arm, linkes Bein gestreckt mit anheben. Tun, tun. Hoch, hoch, ab, ab. Du darfst die gegenüberliegende Hand auf den Boden aufsetzen. Hoch, hoch, ab, ab. Viermal mehr. Ja, ich fühle nicht nur Liebe, sondern auch mit dem Rücken hier. Zwei mehr. Ein noch. Dann beide Füße aufgesetzt, Mittelposition, Kopf, wir kurz pulsieren nach oben. Hopp, hopp, Daumen ziehen wir nach oben. Letzte Nacht pulsiert. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, hopp und stopp. Beide Hände wieder übereinander legen. Stirn auflegen und beweg dein Becken sanft von rechts nach links. Entlastung unten und Rückens. Setz beide Hände langsam, Schulterbreite zum Liegestütz auf. Drück den Oberkörper langsam nach oben. Die Knie schulterbreit gesetzt. Hände etwas schmaler Hüftbreit. Schieb dich in die kleine Kids-Pose nach hinten. Ganz, ganz weit. Unterarme aufsetzen, Stirn auf die Matte. Bleib in der tiefen Position und wandere mit den Unterarmen eng aneinander liegend langsam nach rechts, etwa in die 2-Uhr-Position. Bleib unten, wandere langsam wieder zurück. Über 12 Uhr, also Mittelposition, geht's nach links, 10-Uhr-Position. Unten bleiben. Sanft Mitte zurück. Und schieb den Oberkörper langsam nach oben. Richtig langsam zur Geraden, zur Senkrechten auf. Verdient großer Schulterkreis nach hinten. Kurz mal Hüftbeuger zum Abschluss. Nur geht, die haben wir ganz gut geärgert. Auch speziell Anfang vom Mittelteil. Setz dazu den rechten Fuß weit nach vorn. So. Oberkörper aufrecht, schieb dein Becken jetzt weit nach vorn, die Grundspannung zu erhöhen. Rechte Hand, rechtes Knie, linken Arm ziehst du weit nach oben raus. Ganz, ganz weit. Spür die Vorspannung schon. Hüftbeuger. Und die seitliche Neigung verstärkt diese Dehnung noch. Die Dehnung geht über das vorgesetzte Bein in die Richtung, egal wie rum du jetzt stehst. Langsam wieder gerade zurück. Seitenwechsel. Schieb dich auch hier weit nach vorn. Linke Hand, linkes Knie. Rechter Arm senkrecht nach oben raus. Leichte Neigung auch hier. Das vorgesetzte Bein nach links. Tja, 45 Minuten sind so schnell um. Wieder gerade ausrichten. Komm in die entspannte Ausgangsposition zurück. Senk dein Becken etwas ab. Es war wieder mal toll. 45 Minuten Core-Training heute mit der bezaubernden Chrissy bei schönstem sommerlichen Wetter. Und das in den ersten Tagen vom Mai. Schön, dass ihr dabei wart. Oder auch zum späteren Zeitpunkt wieder das Ganze nachtrainieren möchtet, werdet. Gern mal wieder. Bis demnächst. Vielleicht auch irgendwann live hier in unseren heiligen Hallen im Quest Club. Alles Liebe von uns. Wunderschöne, gute Zeit euch. Von Chrissy und von mir. Genau. Servus.